Wolfsburg in Ligapokal und Champions League das Nonplusultra aktuell. 8 Spiele, 8 Siege, 35 Tore und noch komplett ohne Gegentor, auch dank Nationalkeeperin Almut Schuld. Auf der anderen Seite ein besonderes Spiel für Freiburgs Torfrau Merle Frohms. Spielte sie doch 7 Jahre bis zuletzt in Wolfsburg. Und der SC Freiburg hier am 5. Spieltag in der Allianz Frauen-Bundesliga gleich gehörig unter Druck. Denn der Doublesieger kam über die Außen und dann diese Möglichkeit für Eva Pajor. Die Polin ganz vorne, Daumen hoch, hat schon 7-mal getroffen in dieser Runde. Und Freiburg rund um Trainer Jens Scheuer gleich gehörig unter Druck. Der Angriff rollte minütlich. Und das ist Penil Harder. Penil Harder! Genialer Schlenzer. Und auch beim Nachsetzen verpufft dann diese Gelegenheit. Aber Europas Fußballerin des Jahres, Penil Harder, mit einem wahnsinnig tollen Schuss, verdeckter Schuss, kaum eine Abwehrgelegenheit, aber Wolfsburg setzte immer wieder nach, der Druck wurde minütlich höher für den SC Freiburg. Das ist Caroline Hansen gegen eine, gegen zwei, das macht sie richtig gut, bringt den Ball in die Mitte zu Harder und dann ist der Ball im Tor. Noel Maritz in der 18. Minute mit dem Treffer zur Wolfsburger Führung. Das Hansen gegen La und gegen Rienast. Richtig stark. Dann ist der Penil Harder noch mit dabei und der Ball am Ende von Maritz über die Linie gedrückt. Dann lange keine großen Chancen, aber immer wieder Wolfsburg dominant und dann mal mit einem guten Schuss von Pop. Dann ist der Harder und dann ist da Eva Pajor. 2:0 in der 39. Von der absoluten Top-Torschützin der Allianz Frauen-Bundesliga. Die macht hier 8. Saisontor. Wenn wir nochmal draufschauen. Alexandra Popp mit diesem guten Distanzschuss. Aber was macht dann da bitte Penil Harder mit der Hacke? Das ist absolute Weltklasse. Und dann auch noch das Tor. Genial von Eva Pajor. Auf der Tribüne sahen wir Lara Diekenmann. Gerade im Vertrag verlängert in Wolfsburg. Schlimm verletzt in der Champions League. Gute Besserung auch von den Rängen für die Schweizer Nationalspielerin. Sie hat einen Kreuzbandriss, fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Aber sie konnte schönen Fußball sehen von den Kameradinnen auf dem Feld. Pajor zum zweiten Mal und zum 3:0 für den VfL Wolfsburg. Und schon wieder war Penil Harder die Assistgeberin für Eva Pajor, die ihr 9. Tor an diesem 5. Spieltag in der Allianz Frauen-Bundesliga macht. Das ist mal eine Quote. Dann unschöne Szene auf der anderen Seite. Julia Gwinder mit einer schlimmeren Verletzung. Sarah Dorson hatte sie getroffen, aber eigentlich Gwinn mit dem Schlag auf Dorsons Fuß. Dann schlimmer verletzt, soll wohl linke Schulter getroffen haben, auch der Mittelfuß betroffen. Wir wünschen gute Besserung. Von Freiburg in der gesamten Partie viel zu wenig in der Offensive zu sehen. Da mal ein Vorstoß über Jubina Lahr mit der Flanke, aber das war es dann auch schon an Gefahr. Dann das Offensivfoul gepfiffen gegen Sharon Beck. Also, so ist es natürlich schwer, im AOK-Stadion zu bestehen gegen den VfL Wolfsburg. Die wiederum hatten auch eine Chance, einen draufzusetzen. Das ist Eva Pajor, aber gehalten von Merle Frohms. Am Ende also kein dritter Treffer auch noch für Eva Pajor. Es bleibt beim 3:0. Und am Ende auch ein hochverdienter Sieg für die Wölfinnen. 9. Sieg im 9. Pflichtspiel in dieser Saison. Alles ohne ein einziges Gegentor für Freiburg. Die 2. Niederlage in Folge. Obwohl es trotz 3er Gegentreffer auch ein schönes Wiedersehen war für Merle Frohms an alter Wirkungsstätte. Ja.